liebe Pfarrgemeinden St. Antonius, St. Pius und alle anderen, die zugeschaltet haben und auch die in Frankfurt oder sonst wo mit dabei sind. Heute ist Christi Himmelfahrt. An Christi Himmelfahrt sind wir normal oft unterwegs. Wir feiern Gottesdienst zusammen und dann gehen wir durch Straßen und feiern unseren Glauben mit Gesang und Gebet. Dies ist leider in diesen Tagen nicht möglich. Ist also nicht. Doch was ist? Wir haben heute in der Apostelgeschichte, nochmal vom Beginn der Apostelgeschichte, wo beschrieben wird, was Jesus alles getan hat und wer er denn wirklich ist und dass er eben dann zum Himmel aufgefahren ist und dass er uns ganz viele Beweise geschenkt hat, dass er lebt. Jesus lebt und das ist es, was wir feiern. Und im Evangelium, da bekommen wir heute den Auftrag von Jesus selbst. Darum geht und macht die Völker zu meinen Jüngern. Darum geht. Dieses Losgehen. Geht es Ihnen vielleicht aktuell auch so, dass dieses Losgehen etwas schwerer fällt? Weil wir nicht wissen, was dürfen wir denn eigentlich im Moment? Was kommt bald? Oder wie kann ich planen meinen Alltag im nächsten Monat? Es ist alles ein wenig, ja, unsicher. Da fällt uns das Losgehen manchmal schwer. Doch vielleicht lädt uns Jesus heute, gerade wenn er zum Himmel hinaufgeht, ein, auch loszugehen. Loszugehen und zu sagen, ich führe dich, vertrau mir. Auch wenn wir vielleicht nicht gerade den Plan haben. Gott hat einen Plan. Und heute habe ich ein Lied herausgesucht und ich habe auch gedacht, wir können das ja auch vielleicht gemeinsam mal ein wenig erforschen. Wir können leider nicht zusammen singen an einem Ort, aber vielleicht können wir uns hier verbinden, online, übers Internet. Und es gibt ja einige Schlager, die man bei Prozessionen und so singt. Wir können aber auch neben dem Singen auch summen oder pfeifen, auch da Kreativität zeigen. Vielleicht erkennen Sie ja dieses Lied, was ich jetzt mal so vorsumme. Ein Lied aus dem Gotteslob. Ich weiß nicht, wie die Übertragung ist beim Summen oder beim Pfeifen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon erkannt. Es ist ein Gotteslob auf der Seite, auf der Nummer 795. Gott Vater sei gepriesen. Es ist ein Klassiker, ein sehr schönes Lied, was wir, wie gesagt, leider nicht in der großen Gemeinschaft singen können. Aber vielleicht jetzt hier. Holen Sie gerne Ihr Gotteslob, drücken Sie kurz auf Pause und dann singen wir gemeinsam. Dann wird es für mich auch nicht ganz so peinlich. Nummer 795 singen wir mal die erste Strophe. Gott Vater sei gepriesen und du sein ewiger Sohn und Ehre werd erwiesen dir Geist auf höchstem Thron. Heilige dreieinige Gott, Licht im Leben, Heil im Tod, dir sei Lob alle Zeit, Preis und Dank in Ewigkeit. Ja, wir lassen es mal bei der ersten Strophe. Singen Sie wirklich zu Hause, für sich als Familie, auch alleine ist es möglich, oder wenn Sie heute unterwegs sind, wir haben ja einen geistlichen Spaziergang vorbereitet, den können Sie auch online noch nachsehen und nachgehen. Vielleicht ist das heute eine schöne Gelegenheit. Ja, noch zu meinem Erlebnis von gestern. Wir hatten am Dienstagabend Pfarrgemeinderatssitzung und dort haben wir eine Schriftrolle. Und auf diese Schriftrolle, da schreiben wir Dinge auf, die unser Herz bewegen, wo wir berührt sind. Und da haben wir an diesem Abend ganz viele Dinge gesammelt und zunächst auf kleine Zettelchen aufgeschrieben. Und gestern habe ich dann in meiner schönsten Schrift diese Dinge aufgeschrieben auf die Schriftrolle. Und ich habe nochmal gespürt,
wie viel da drin steckt in jedem von uns, vom PGR, aber auch von den Menschen, die hier da sind in den Gemeinden, die auch Dinge auf die Schriftrolle geschrieben haben, den Kirchen. Was für Sehnsüchte, was für Erfahrungen in uns drin steckt. Und darauf lässt sich Gemeinde aufbauen. Und das wollen wir auch als Pfarrgemeinderat, das wollen wir mit allen in der Gemeinde auch tun. Und da habe ich gestern wieder erlebt, wie sehr doch da Gott am Wirken ist und wie viele Dinge es in unserem Leben gibt, wo unser Herz berührt ist. Und so wünsche ich uns allen heute einen schönen Feiertag. Genießen wir die Zeit in einer kleinen Gemeinschaft, vielleicht auch die Möglichkeit des Gottesdienstes beim Spaziergang und auch beim Singen miteinander. Ob das die 795 ist oder auch ein anderes Lied. Viel Freude und bis zum nächsten Mal.